So, hier habe ich noch meine Einstellung gefunden, die ich mag. Ja, der Vorteil, wenn man das drauf macht, ja, es scheint viel besser durch. Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, hier bei Willis 3D-Druck. Mein Name ist Willi und heute wieder mal ein Do-it-yourself-Projekt und zwar ganz leicht gemacht. Das habe ich irgendwo bei TikTok, Instagram irgendwo gesehen, ja, bei den Reels. Da denke ich mir, oh, das ist eigentlich eine coole Sache, baue ich mal nach, das muss ich ausprobieren. Und der Vorteil ist natürlich, wir können hier wieder mal unsere Restefilamente, die leer sind, gut, ja, schöner sieht es aus, wenn sie zu sind, aber es geht alles auch mit den Pappen und ja, wie man mit wenig hier auch Filamentreste, die reichen völlig aus für dieses Projekt, wie man mit wenig solchen Sachen, ja, das Einzige, was man wirklich braucht, ist die LED-Strip, eine schöne Lampe machen kann, die dann da hinten, seht ihr schon die Lücke, ja, reinkommt als Dekor. Ich habe das immer gerne mal so, wenn man nicht immer das ganze Licht anlassen muss, so ein bisschen Beleuchtung. Es ist ja jetzt auch Weihnachtszeit, ja, Bastelzeit. Da kann man mal sowas machen und ich finde, das ist ein Eyecatcher. Und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch hier zeigen oder einfach mal so einen Anreiz kriegen, wie man halt Reste auch verwerten kann, nochmal in einem tollen Produkt. Und das seht ihr hier. Ich hoffe, das interessiert euch. Und dann sehen wir uns nach dem Intro. Ja, und hier zeige ich euch, was wir hier brauchen. Ja, einmal TV-Strip Light, ja. Das ist hier mit USB. Kann natürlich jeder machen, wie er mag, ja. Dann habe ich mir hier die Teile schon ausgedruckt, ja. Das sind drei, dann hier solche Ringe, ja. Und natürlich eine leere Rolle. Und hier, das ist nichts anderes als nochmal hier so ein Verlängerungskabel, falls das nicht für die Stromversorgung reicht, die Länge, dass ich das nur mal verbinden kann. Gut, an Werkzeug, ja, was werden wir nicht viel brauchen. Irgendeiner, der hier drei Kleber, ja, Sekundenkleber brauchen wir, egal welchen, wenn ihr einen anderen habt, ist auch okay. Und dann würde ich sagen, fangen wir schon mal an. Ja, als erstes nehme ich hier unser Hauptakteur, ja, die leere Spule, ja, hier mal Werbung machen hier für ein Eifilament, ja. Und jetzt kleben wir hier diese Ringe links und rechts. Das habe ich ja euch gezeigt, wie ich die Datei eingelegt habe in Fusion. Geht natürlich auch in jedem anderen Programm. Ja, warum hier ich das nicht rund komplett durchgemacht habe, ist natürlich klar, um das hier reinzukriegen. Ja, jetzt werden wir das hier am Rand festkleben und dann die andere Seite. Und dann haben wir praktisch hier unsere LEDs, ja, die kommen praktisch hier unten rein, die werden hier rumgemacht, rumgeklebt und dann, da wir jetzt links und rechts dann eine Kante haben, werden die hier so drauf geformt, zusammengeklebt und was ich dann noch mache, das verrate ich euch gleich. Als erstes öffnet hier euer CAD-Programm oder ja, ich benutze hier Fusion 360, es ging auch mit Thingiverse oder mit irgendwelchem Programm, wo ihr euch auskennt, ist auch kein großes Hexenwerk, was wir jetzt hier machen. Ich habe natürlich die Rolle vermessen und die hat ein Außenmaß von 20. Da erstelle ich mir jetzt hier schnell eine Skizze. Ja, gehe hier rein. So, ziehe mal das, ups, da den Kreis. So, bin wieder zu schnell. Sag ihm hier 20. Und dann habe ich einen Durchmesser von 200 ja, Millimeter. So, dann klicke ich hier die Linie an, tue sie verengen. Und zwar möchte ich das ungefähr mal so weghaben, 10 cm. Dass man noch ein bisschen Filament drauf machen kann, können, damit das echter aussieht. Gut, das habe ich dann. Sage ich hier okay. Gehe nochmal hin, denn ich brauche ja dann das Maß und gebe hier nochmal ein
minus, so, hier aber dann habe ich jetzt 10 und dann sage ich hier einfach, das soll mal 5 cm sein, der Ringbreit, damit wir eine Kante haben. So, machen wir 5, also dann in dem Fall 15, so, zack, und das natürlich minus, ja, ganz wichtig. So, dann haben wir okay und das tun wir hier praktisch, nur diesen Ring tun wir hier extrudieren, sagen ihn E, ich zeige euch das, so, damit ihr das seht. Und hier werde ich auch 5 machen, ja, damit wir eine schöne Kante haben, wo wir das dann draufsetzen können und verkleben können. So, 5 reichen. Zack. Ist okay. Und schon haben wir den Ring in dem Sinne fertig. Was ihr halt machen solltet, ist, natürlich kriegt ihr den jetzt so nicht rein. Geht nochmal in die Skizze rein. Zack. Macht die mal an. Da den Körper weg. Ja, und macht dann hier noch eine Linie rein. Ihr müsst die nicht so breit machen, wie ich die gemacht habe. Könnt ihr auch schmäler machen. Ja, es geht hier nur darum, dass hier eine Öffnung ist. Verbindet ihr das? So, zack. Da, so, zack. Nehmt die Schere, schneidet hier das Teil hier aus. So, machen wir mal näher, damit ihr das auch kennt. So, genau. Ja, jetzt habt ihr den Ring. Und wir tun praktisch nur hier das Extruieren. Und sagen ihm E. Und dann, wie gesagt, unsere 5 mm, damit wir hier ein bisschen was haben. Jawohl, passt soweit, zack. Ja. Das ist jetzt praktisch nur dafür da, dass ihr hier eine Kante habt, ja, wo das auflegen kann, wo man dann den Deckel, sage ich jetzt mal, draufkleben kann. Gut, das war's. Dann brauchen wir natürlich hier noch genau das, was draufkommt, unser Lampenschirm in dem Sinne. Ja. Machen wir auch nochmal eine Skizze auf. So, machen den Körper mal weg. So, hier zeichnen wir uns hier rein. Das ist egal, wo ihr das macht. Ja, jetzt sage ich hier ihm zack, öffnen. Ich weiß, dass das breit ist. Ja, machen wir mal mit dem Tab wechseln. 56 und dann gehen wir zum nächsten. Da mache ich 200, je nachdem wie euer Drucker ist. Wenn ihr könnt auch quer drucken, dann kriegt ihr mehr raus. Aber 200, ja, können wir mal ein bisschen testen. 210. Das ist wurscht. Müsst ihr ausprobieren, was ihr halt auf euren Drucker kriegt. Sagt okay, dann haben wir hier den Schirm. Den tun wir auch extruieren und sagen ihm 0,5. Mehr brauchen wir nicht. Ja, eigentlich brauchen wir nur ein leer, aber das wird dann auch zu dünn. Und 1 mm ist einfach zu dick, habe ich schon getestet. So, gut, dann sagen wir ihnen hier 0 und hier 5. Ja, da haben wir 0,5 mm, sagen ihm okay. So, dann gucken wir uns den Körper mal an. Ja, das hat er jetzt nicht genommen. So, zack, Nummer hier 5. Dann sagen wir ihm okay. So, und dann haben wir die Teile, die können wir jetzt markieren und dann drucken. Und schon haben wir eine STL-Datei, zack, mit der wir arbeiten können. Ja, jetzt habe ich hier praktisch ganz einfach nur mal grob das Rollenmaß genommen von der Mitte. Ihr seht, wir haben hier 20 und das Innenmaß, ja, haben wir 5,9. Ja, da werde ich jetzt so 5,6 machen und als Übergang. Und ja, dann drucken wir jetzt mal aus. Kommen wir auch schon zur Montage. Ja, hier seht ihr schon mal, habe ich einen Ring reingemacht. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich das offen gelassen habe. Das kennt ihr ja auch schon, ja, von meinem, na komm her, Video mit der auch Filamentrollenlampe. Ja, also hier, damit man hier praktisch hier durchkommt, so dran hebt und sauber. Jetzt nehme ich einen Zollstock, mal einen guten Kleber, mal was anderes hier, zack, Sekundenkleber. So, richte das ein bisschen aus, klebe das fest, mache dann die andere Seite und dann kommen hier die flachen Blenden rein. Aber erst kleben wir das hier, weil, ja, ich mag das nicht, wenn ich dann hier die LEDs drauf mache und dann irgendwie da vielleicht was versüffe. Ja? Die kommen natürlich zuerst da drauf und dann die Blende.
So, jetzt haben wir den Ring hier mal festgemacht. Jetzt machen wir den natürlich hier auf der anderen Seite genauso. Und danach können wir die LEDs reinmachen. In meinem Fall sieht es jetzt so aus. Ich habe jetzt hier einen Meter genommen. Wenn ihr natürlich so Rollen habt, wo unten enger sind, dann könnt ihr natürlich auch mehr umwickeln. Aber wie gesagt, das muss man ausprobieren. Aber ich glaube auch, das reicht auch hier vollkommen, um das auszuleuchten. Gut, dann habe ich das, wie gesagt, hier drum geklebt. So, dann mache ich da hier das an diesem Schlitz, tue das einhängen. Dann kann das da raus. Und schon ist das erstmal so vorweg montiert. So, dann nehme ich mal zum Testen mal die Powerbank, ob das auch funktioniert. Bevor wir das drauf machen, jawohl, hier haben wir Licht. Was haben wir denn da für Effekte? So, dann nehmen wir mal hier die Fernbedienung, gucken wir mal, was das Ding so kann. Blinken kann es. Jawohl. So ein Fade mir schon reichen, das mag ich ganz gern. So, hier habe ich mal meine Einstellung gefunden, die ich mag. Und jetzt kommen wir hier zu den Blenden. Ja, also 0,5 ist ein super Ding, denn dann ist es biegsam. Hier seht ihr, habe ich das mal auf 1 Millimeter gemacht. Ja, es ist natürlich total starr. Und natürlich ist auch hier der Vorteil, wenn man das drauf macht, ja, es scheint viel besser durch. Ja, die klebe ich jetzt drauf, mache ich fest und dann tun wir noch das Filament rumwickeln. So, jetzt haben wir das mal ein bisschen vorbereitet. Ja. Und jetzt kümmere ich mich nochmal um das Filament und da habe ich eins. Sieht doch gar nicht schlecht aus bis jetzt. Ja. Und jetzt nehmen wir noch ein Filament. Ich nehme hier so ein, ist kein Transparent, denn das ist das Amolen, das habe ich euch schon mal vorgestellt. Das Glow in the Dark PLA. Und das werde ich jetzt hier einmal rumziehen, damit das ja natürlich so echt aussieht, als wenn das eine Rolle wäre, also mit Filament. Und der Vorteil ist natürlich, ja, wenn mal kein Strom da ist, leuchtet das auch weiterhin. So, liebe Leute, so sieht es dann aus, ja. Wenn das hier auch mit Filament ein bisschen umwickelt ist, natürlich kann man das auch ein bisschen feiner machen, justieren, aber ich finde, das ist voll ein Eyecatcher, oder? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, ob das nachleuchtet. Das müsste ein bisschen heller sein und ein bisschen mehr UV-Licht. Nee, gut. Aber das sieht doch mal mega geil aus, oder? Ja, das war's. Die Lampe ist fertig. Jetzt kommt es ins Regal rein und kann da rumleuchten. Das war mein Do-It-Yourself-Video, wie man aus Reste irgendwie wieder was Brauchbares machen kann. Wenn euch solche Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr das unten in den Kommentaren reinschreibt. Und wegen den Dateien, falls einer kein CAD hat oder sowas, schreibt mir. Und ihr habt zufällig dieselben Maße, dann kann ich euch die auch schicken. Auf Thingiverse werde ich sowas nicht runterladen, das ist Kinderkram, glaube ich, das kann jeder selber machen. Ja. Jetzt kommt die Weihnachtszeit, jetzt wird auch wieder viel gelasert. Dort werde ich euch auch nochmal einen ganz tollen neuen Laser vorstellen. Was bleibt mir nur noch zu sagen? Ich will euch das hier nochmal in der Nähe zeigen. Ja, also hier, ihr seht, also wirklich toll, sieht echt aus. Ja, ja, hier muss ich, seht ihr noch? Also nicht, dass ihr meint, das bleibt da. Wo ist es denn da? Das kommt noch ab, ja. Aber es ist wirklich ein cooler Eyecatcher, oder? Für dich. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Habt ihr schon mal sowas Ähnliches gemacht? Habt ihr ja einen guten Tipp für mich, was ich mal nachmachen soll? Dann würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, wie immer, findet ihr die Links in der Beschreibung hier für die Stripes. Ja, also hier, da könnt ihr mich ein bisschen, habe ich das eingeblendet jetzt gerade? Wurscht, muss ich nicht.
könnt ihr mich unterstützen. Das ist ein Affiliate-Link, ja, von Amazon. Kostet euch nicht mehr, wenn ihr es draufklickt und da bestellt. Ich habe aber eine kleine Provision, wie bei meinen ganzen Links. Somit unterstützt ihr mich für solche Projekte. Natürlich schaut doch mal in meine Wunschliste vorbei. Auch da habe ich immer Sachen drin für spezielle Projekte, die ich jetzt im Schirm habe. Aber ja, die könnt ihr mir kaufen, ja, in dem Sinne spenden. Dann kommt das Paket zu mir. Ich stelle euch natürlich vor und werde daraus dann dieses Projekt machen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr natürlich auch den Kanal abonniert, liked und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Unterstützt mich, schreibt in die Kommentare, ist gut für den YouTube-Algorithmus. Und dann wünsche ich euch besinnliche Tage, ja, die jetzt kommen werden. Ja, es ist ja Christkindlmarkt, darf man das noch sagen? Leider nicht mehr. Also bei uns in Bayern, ja, wir setzen uns da schon durch. Aber Wintermärkte oder ja, trinkt einen schönen Glühwein, lasst euch gut sehen, denn draußen ist ja wahnsinnig Schnee schon. Und ja, das sind so die Tage für solche Projekte. Das war's. Bis zum nächsten Mal, euer Willis 3D-Druck. Ciao.